Jo, ganz herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Syndicate. Und jetzt können wir ganz tiefer. Meister! Der geht tiefer rein, seine Pfeife Es da. ist Zeit für die Ablenkung. Hätte ihn gehört noch mögen. Und blöd, er noch mögen, was er hat. Das ist noch nett, so. Was der hier mit zwei Charakteren verspielt, das ist noch ganz flott, muss ich sagen. Ich bin unterwegs, Sir David. Das Messer. Eben, bis ich hier mit der Taste berühren wieder klar komme. Hallo Jungs. Das ist einfach. Das ist einfach ein bisschen. Eine Lieblingssache, sag ich jetzt mal. Blinde Passagiere. Die schicken uns ins Labor. Nee, nee. Wir verschwinden von ich hier, bin von der gehörten Seite. Ich bin von der gehörten Seite. Na, die ist hier aufgetaucht wie Falschgeld, oder? Ich wette 5 Schilling, dass sie nicht zufrieden ist, wie es läuft. Eindringling, da ist sie! Hier, was hat hier doch? Ja, man macht einen schönen Abflug. Da wird Blinder. Wie sollte denn das Spiel so? Ich blinde gern Teufel im Wagen. Dann noch ein Schweinchen. Ich glaube, sie haben einen Teufel. Riecht, als hätte Jacob gekocht. Ist so much. Das beschäftigt euch, während ich ins Labor schleiche. So, haben wir doch das. Raven Station. Oh, hier geht's. Folgt mir die Schienen entlang. Was? Du bleibst hier. Pass gut auf. Alles klar. Ich rufe, falls es Ärger gibt. Ja, wenn da überall gibt es erstmal einen Überblick verschaffen. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Wie konnte sich das lösen? Sag doch jetzt heftig kein finden. Problem. Hol einfach die Ladung. Oh, das ist eine Antwort. Aufzüge benutzen.
Nee, nice. Und jetzt. Ah! Punkt erreichen. Okay. Ich brauche noch etwa 2 Wochen mit dem Gerät. Ihre fragwürdigen Methoden fangen an, unerwünschte Aufmerksamkeit zu erregen. Sie hatten mehr als genug Zeit, um Ergebnisse zu liefern, Sir David. Mir war nicht bewusst, dass man von mir erwartet, wie ein dressierter Hund zu arbeiten. Darf ich Sie an Ihre Verpflichtung gegenüber dem Orden erinnern? Miss Thorne, reiten Sie diesen Gaul nicht zu Tode. Sir David, ich komme morgen wieder. Ist das Geheimnis des Geräts dann nicht entschlüsselt, vergessen Sie Ihre Hunde und Gäule, denn dann warten die Wölfe. Oh. Guten Tag. Eine kleine Giftspritze. Mir wurde nur ein kleiner Werksrundgang versprochen, my lords. Er hat dich geschickt. Er hat für Green spioniert. Unterzieht den Mann einem Verhör. Dann bringt ihn zu mir ins Labor. Eine Schande. Aber nur nicht von der Mission abweichen. Seien Sie ein Assassin. Im stärkeren setzen Sie Adlerjäger ein. Schleichen Attentatsgelegenheit zu identifizieren. Verstecke und nützliche Objekte werden weiß hervorgehoben. Ach du Scheibenkleister, du. Ach du Scheibenkleister. Dort hinten haben wir es. Ja. Die Frage. Sehen wir dir, wenn ich mit Masse rumschmeiße? Seht mir auch dort. Da drüben. Ah, doch, da kann ich mehr rein. Ah, Scheiße, na, aber du, oder? Nein, 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 nein! Was ist jetzt natürlich so blöd? Komm, steck die doch! Ah, Mann! Das war natürlich blöd. Man hat es vielleicht nicht gerade so maßlos übertrieben mit dem... mit der Masse. Aha, okay. Thank you.
mit dem dorten Sprung, das funktioniert nicht so gut. Ich habe das Ding hier, die Tastatur muss ich vielleicht noch hin. Jetzt alle um und so. Was wird denn da noch jetzt? Ein bisschen andere. Nein, da ist schon. Also, meine Ohren werden mich nicht täuschen. Warum denn schon? Die hat ja nichts zu suchen. Ah, je, der arme Tier. Nicht Brewster, dieser Schluckspecht, das ist Mr. Sterics Mann und der hat bestimmt mehr als einen. Ist da wer? Oh Mann, die andere Hebdenkopf, aber ganz schön führen. Ja, der Kamera tut mir ein bisschen, da ist ein bisschen komisch zwischen ihnen. So. Gleich hier mal um. Ja. Officer Brewster ist der Sterric Industries das meiste Geld. Aber hier geht es mit dem Pfeifen ein bisschen weiter dunkel mit. Sie hören es ein bisschen besser, wenn sie auf Distanz sind. Gleich wirst du. Hoppla! Und ein Schäfer stellt man ihn neu. Bin fast da. Oh Scheiße, zwei. Ah, die sind erwartet, das Tramte. Komm, put, 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 put. Hoppla! Nur Bruce das Laboratorium. Nach allem, was wir wissen, müsste es doch hier sein. Ah, ja, wo ist er? Muss ich doch sicherlich noch immer oben. Kann man sogar oben hin, ist vielleicht sogar günstiger. Ein geheimes Laboratorium? Sieh mal an, vielleicht kann ich doch bei diesem Feuer behilflich sein. Ja, hat mich da etwas gesehen? Mal gucken.
Und ja. Also müsste mir ja gesehen auf dem Bittergost oder. Scheiße, da bin ich ja sogar schon. Ah, Plünderer! Ah, aufrichtigen Dank. Ich wollte mich gerade selbst befreien, als, wer hätte es gedacht, Sie mich retteten. Wo ist das geheime Labor? Binden Sie mich los, dann können wir plaudern, Milady. Mir fehlt die Zeit. Sagen Sie es mir. Im Untergrund. Man braucht einen Schlüssel. Eine der Wachen hat meinen, der Lauser. Danke. Und bitte, bitte? Das Losbinden? Sie fanden rein. Sie werden sicher auch wieder rausfinden. Keine Sorge, Milady. Ich habe noch einige Tricks aus meiner Zirkuszeit in petto. Prima. Ja, also, jetzt doch mal das Arte. Einfach selbst. Du bist schneller weg als ich. Und die andere ist ja schon weg. Das klappt nicht. Also, Zeug, das kann schon gar nicht nehmen. Das funktioniert gar nicht. Hallo, gar, da hat sie ja die Ding wieder, da der Schrank, wo die rasch. Hoppla! Hoppla. Jo! Ich würde sagen, bevor wir da jetzt wieder weitermachen, mache ich da ein Päuschen. Ich weiß nicht, wie lange das noch geht, bis ich da bei dem Zeug bin. Jo! Eben! Das wird der Part wieder ein bisschen zu lang. Also, dann sage ich mal wieder Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.